Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Hallihallo, ihr Lieben. Wie ihr im Hintergrund seht, wir haben ein Dorf gefunden. Und das Besondere an dem Dorf wollen wir euch jetzt zeigen. Der Kali ist einfach durch die durchgelaufen, ne? Ja, der Para vorhin auch. Ach je. So, das Besondere an dem Dorf ist das, war doch hier, ne? Hab ich doch vorhin gesehen. Ja. Ja. Da hinten geht's hoch. So, hier. Da. Hier ist auch eine Zwergenschmelze. Oh. Ich fliege, ich eile. Wenn du dich da vorstellst, mache ich ein Bild mit dich. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, und jetzt zu mir gucken. Weiter. Super. So, und ein Bild geschießt. Kann er mal ein Stückchen näher rangehen. So, und noch ein Bild geschießt. Ich hab Standbild. Du schießt Bild und ich hab Standbild. Ja. So, ich zeig mal direkt Mittelpunkt des Dorfs. Ich zeig die Position der Schmelze. Ich glaube, das ist für die meisten interessanter. Wieder da. Weicht ja auch nicht so weit ab. BB. So, das ist hier an dem See, wie ihr seht. Fast 70, 60. Und die genauen, das seht ihr hier. Und die genauen Koordinaten sind 67,5 zu 60,6. Da ist noch eine Schmelze. So, die Gebäude hier kann man natürlich auch wieder alle bebauen. Ja. Große Gebäude, kleine Gebäude. Ihr habt ja bei uns gesehen, also der Platz reicht. Guck mal, du hast ein kleines, ein großes. Da hinten ist auch mal auf der anderen Seite. Nochmal ein großes Gebäude. Hier vorne. Hier ist auch noch mal ein großes Gebäude. Also normalerweise... Auch noch eins. Kleines. Ja, ein kleines. Also man hat hier mehr als genug Platz, wenn man sich hier einrichten will. Nur wer sich hier einrichtet, wer hier hinbaut, dann natürlich so hinbauen, dass wenn hier ein Tor ist oder so, dass das für andere genutzt werden kann. Oder dass andere noch hier hinkommen können wegen der Schmelze. Ja. So. Achso, nein, das war deiner. Beim Tor gebe ich den Tipp, wenn das andere mitnutzen sollen, da würde ich sagen, man nimmt hier, wie hieß das? S plus... Dynamic Gate oder so. Genau. Dynamic Gate, das kann man in der Größe anpassen. Und wenn man das freigibt, das geht auch wieder automatisch zu, wenn da fremde Leute durchgehen. Das ist ja bei den anderen Toren nicht. Wenn man da die freigibt, dann bleiben die Tore immer offen stehen. Das ist immer ärgerlich. So, das Dorf wollten wir euch zeigen. Ich denke, na, mal gucken. Ich gucke mal auf meinen Plan. Die Höhlen, die ich schon entdeckt habe. Das Höhlensystem warst du noch nicht drin, ne? Ich habe ja so ein... Eingang circa bei 66, 72. 66, 72. Da müssten wir ja eigentlich direkt knapp da dran sein. Müsste dann hier vorne irgendwo sein. Bestimmt unten irgendwo. Ja. Irgendwo hier müsste es sein. Hm. Nee, da. 66, 72. 66 müssten wir hoch. Und 72, ja, nach da hinten hin. Da müssen wir hin. Hm. Gut. Denn Mini war noch nicht im Höhlensystem. Wir haben das Höhlensystem auch noch nicht ansatzweise komplett erforscht. Deswegen denke ich mal, dann siehst du auch, wo wir die ganzen Leuchtviecher her haben. Hm. Ich dachte schon, die Zuschauer sind wieder schlauer wie ich. Aha. Ja, die haben schon gesehen, wo die Leuchtviecher herkommen. Ach so, ich zeig's mal. Wir haben ja die neue Ressource gefunden. Rare. Und die kriegt man nicht nur in Höhlen, sondern auch hier draußen. Wie ihr hier seht, ich zeig das mal. Da. Diese Ressource. Und ich schmeiß den
anderen Rotz mal weg. Das gebe ich rüber. Und die Ressource hat was Besonderes. Und zwar kann man die, ihr kennt ja die Gacha-Kristalle. Und so kann man die auch auspacken und da kann alles Mögliche drin sein. Einfach mit E drauf gehen, drücken und wir haben gekriegt einen Stein. Da kann natürlich auch Kristall drin sein. Da, gerade gesagt, 12 Kristalle. Was noch? Wieder 31 Steine, 25 Kristalle. 5 seltene Pilze. Was haben wir noch? Seltene Pilze, Kristall, Stein. Was noch? Kristall, Stein und Kristall. Okay. Das schmeißen wir weg, das überflüssig. Ich wollte es nur mal gezeigt haben, dass ihr wisst, wofür die da sind. So. Achso, das hier kommt da unten wieder hin. Und du kommst wieder hier hin. So. Alles sortiert, alles läuft, gut. Haben wir es dann? ja. Dann, wir sind zivilisiert verzogen und so, wir gehen über die Brücke. Wo sind wir da? Ja. Oh, jetzt Abend oder ist Mittag? Mittag sein. Mittag, ja. Ich dachte schon gerade, wir fangen die Aufnahme an, es wird dunkel. Wäre klasse. Ich meine, okay, bei uns geht die Nacht ja nicht so lange. No. 66, 72 immer noch. 66, da 72. Wir sind auf dem richtigen Wege und so. Können ja hier oben herlaufen. Ach, herrje. Ach, herrje. Ja, da. So. Ja, da. Der Föhn. Ach ja, hier ist... Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal gezeigt, hier den Garten? Also nicht mit mir. Also, hier ist ein kleines Gebäude, da kann man auch reinbauen. Das heißt klein, auch ein großes Gebäude. Und solange man keine multiplen Bauteile setzt, wächst der Garten hier immer wieder nach, die beiden Gärten. Und man hat alles drin. Also gerade als Starterposition finde ich das nicht schlecht. Ich kann mal die Koordinaten zeigen. Natürlich auch auf Karte. So. Auf Karte seht ihr, wir sind nicht weit vom Fluss weg. Und die genauen Koordinaten sind 62, 8 zu 68, 9. Nur falls einer der interessiert ist, das wissen will und so. So. Oh, toll, ein kleiner eigener Kräutergarten. Ja, dann geht's weiter. Spuggy, komm her, du Sau. Und dann kam er wieder zum Blödes, was zu fressen. Ja, keine, komm. Ich erlöse dir. Spuggies. Schön dir. Hallo? Bin durch den Spuggy durchgelaufen. Da ist noch ein Spuggy. So, eben mal mein Level abmachen. Mach das. Und mal aussortieren. Den ganzen Rümpel. Oh, gelbe Bärchis. Die nehme ich natürlich mit. Gelbe Bärchis, hallo. Ihr wisst ja, die habe ich immer auf Null liegen. Mhm. Wegen dem Pico Mastax. Die kleinen Diebe und so. So, hier irgendwo war der Höhleneingang. 65, 72, das müsste hier irgendwo sein. Da unten sind Rabedaken. Wahrscheinlich da die Klippe runter. Kommt her. Ja, ich hab's.
Bei Rapidaken gehe ich. Beim Kampf gegen Rapidaken gehe ich immer leicht zurück, damit die eigentlich anspringen können und aus dem Sattel heben. Du bist da? Nee, noch nicht. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder da. War die unten die Dings? Die. Nö, 72 kommt hin. 65 ist eher da. Also müssen wir ein Stück runter. Nach dahin. Circa. Ansonsten haben wir noch das GPS. Mhm. Schreiben uns ja nicht umsonst die genauen Koordinaten. Hey je. Heck. Danke. Wir brauchten der einfach. Warte auf Neo. Ich hab ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der Höhleneingang war. Ach, hey je. Ja, ich weiß das nicht, da warst du ohne mich unterwegs. Ja. Oh, da ist ein Krokofant, Krokodil. Ein Iledil oder ein Krokofant? Ein Krokofant. Ich glaube ein Iledil. Oh je. Komm raus, sonst hast du einen Bonus. Aber hier bin ich. Komm gleich nach. Es kommt nicht her. Dann schieß es doch mal an. So. Sind jetzt schon zu weit oben. Wieder da. Nee, wir müssen ein Stück weiter hoch noch. Wir sind ja bei 68. Wir müssen ja hoch. Wir sind ja schon über 70. Ach je. Wir müssen, oh, Hölle. Müssen ein Stück zurück. Und dich nehme ich mit. Weiß nicht. Ein bisschen verwirrt heute. Weil die Mini nicht richtig drauf achtet und so. Mhm. Ach, hey. Aber warum der denn? Weil ich's kann. Hey je. So. 72 haben wir circa. Jetzt noch auf 68. Müsste dann hier vorne sein. Warte so, drauf. Circa mich. Hier. Oje. Mal GPS rausgeholt. Wir sind 63, 70, 9. Vielleicht dann bei der Hütte sein? Ach ja, das war das bei der Hütte da unten. Deswegen sehen wir den Höhleneingang auch nicht. Nee. Das ist nicht die Hütte, sondern. Ach, du siehst es. Du siehst es gleich. Moment. Warte auf mir. Habe ich nämlich gesehen, als ich hier war und ne, geguckt habe wegen. Oder was heißt geguckt, aber. Ich habe mir das angeguckt und dann waren ja die ganzen Fjordhooks da und so. Ja, nicht, dass sie gleich wieder um uns rumflattern. Ja. So. Ist hier ein Elidil drin? Oder ein Krokofant? Einfach den Weg weiter, über die Brücke. Wohl nicht. Weil ich gucke deswegen nach, weil wir meistens die Schuppen dafür noch brauchen. So. Dann nehme ich mal das Dingeling hier auf Schulter. Das kannst du nicht, weil du ein Bulbi drauf hast. Ach je. Ach nee, mit dem können wir runterflattern, ne? Stimmt ja. Beim letzten Mal war ich, glaube ich, mit dem Wolf hier oder sowas. Moment, da. Das ist gerade extrem. Da vorne nehme ich das Türchen da. Müssen aber jetzt runterflattern, ne? Ja. Wenn wir im Wasser landen, dann nicht, oder? Ist es soweit?
Siehst du da vorne geradeaus, wo es da, wo du aus dem Wasser kannst? Du meinst da, wo dieser grüne Übergang ist? Da ist der Höhleneingang. Okay. Ich versuche dahin zu kommen. Bin da. Sehr schön. Autsch, das tat weh. Ja, das ist, wenn es ruckelt, weißt du? Ja. So. Dann zeige ich hier noch mal die genauen Koordinaten. So, 59, 8 zu 71, 7. So, in etwa. Muss das mal richtig aufschreiben bei mir. Ich kann das nicht. 59, 8 zu 71, 7 passt, ja. Ach, dann kann ich eben meinen Terrorbürsten leveln. Deswegen habe ich das auch nicht gefunden, weil ich mir das irgendwie habe ich das mit den Koordinaten durcheinander gehauen. Passiert. Ja. Also 59, 8. So. Jetzt hat er es aber. Super. So, dann auf ihn, auf ihn. Ich bin jetzt zuerst durch zu Fuß durch, aber das ist so groß. Das wird dann nicht zu Fuß. Oh, Standbild. ja, da lädt er die Höhle rein. Also ich sag schon mal, das ist ein ganzes Höhlensystem. Okay. Ich hab, oh, ich könnte die Höhlenfunzel anmachen, stimmt. Nicht die Schulterkanone, Höhlenfunzel. Schreie, wenn ich wieder da bin, ne? Ja, das ist, weil es hier drin dunkel ist. Je nachdem, wie du guckst. Aber das Höhlensystem ist größer. Also ich habe zwei Aberration-Höhlen gefunden. Deswegen die Leuchtviecher. Ach So, ja, ich wir bin haben wieder ja. da. Ich mache eben Funzel an. Weiß ich gar nicht, war das im Video oder nicht? Wir haben auf jeden Fall zwei Berserker-Sättel für Revenger. Deswegen könnten wir uns auch einen Revenger tamen. Um mal zu gucken, was das mit diesen Sätteln auf sich hat. Müssen jetzt keine großen sein. Standbild. Hat gerade umgeschaltet in Dunkel. Okay, ja, dann stand sie kurz davor. Ist ja kein Problem. Kann es auch nicht ändern. Das Höhlensystem hat mehrere Eingänge. Wir haben schon eins, zwei, drei, zwei Stück gefunden. Also den Eingang hier und dann habe ich noch gefunden. Kennst du dieses große Tor von Herr der Ringe, wo sie vorstanden und dann die Inschrift war, sprich Freund und tritt ein? Ja. Das Tor hat er hier nachgebildet. Oh, cool. Das will ich sehen. Ach je, ob wir das jetzt so finden. Da sind auf jeden Fall innen und außen ist jeweils ein Schalter dran. Dass das Tor dann so hoch geht. Okay. Wieder da. Und das leuchtet sogar nachts. Oi. Ja. Denn los jetzt? Weiß Wieder nicht. da. Sehr schön. Die. Denn die Mini war ja hier noch gar nicht drin. Deswegen jetzt mit der Leuchtviecher. Da ist das ja noch besser. Ist Sehr tief schön. Ja, ist ja ein Höhlensystem. Denn du weißt ja, Svartalfheim ist ja normal, laut der nordischen Mythologie, ist das ja eine unterirdische Zwergenstadt. unten. Deswegen Bumpelt. passt das ja dann mit dem Höhlensystem. Da. Manche haben das auch mit den Dunkelelben oder Schwarzelben in Verbindung gebracht. Und deswegen auch die Stadt dann Stadt der Schwarzelben oder Dunkelelben genannt.
Aber im Grundprinzip ist es einfach nur die unterirdische Zwergenstadt. Hier fängt dann der erste Aberration-Bereich an. Da. Ist zwar nicht groß, aber der ist auf mehreren Etagen. Oh, das sieht von Und hier aus schon so cool ja, aus. und dadurch wird die Fläche natürlich groß oder wirkt groß. Wenn wir uns hier hinstellen. Ach, siehste, Pilze hatte ich mitgenommen. Haben wir noch gar nicht angepflanzt. Hi. Kriegen Ich wir habe noch gar nicht nachgeguckt. vielleicht ein schönes Bild hin? So. Ja, kommst du noch ein Stück vor? Supi. Okay, hoch genug? Jupp. So. So, Bild's gemacht. Dann sammle ich noch mal ein paar Pilze ein. Macht dir auch Platz. Falls die nämlich vergammelt sind schon. Ja, wir haben doch noch oben im Garten Platz. Da können wir die doch anpflanzen. Oder nicht? Ja. So, weiter geht der. Warte mal, ich. Ja. Da unten leuchtet was. An meinem Eingang da. Was da? Ja, das ist ein Kristall oder sowas. Wir können auch direkt darunter flattern, anstatt gehen. Jetzt bald. Ja. Mal gucken, wo ich lande. Einfach hier runter. Ich bin ja beim letzten Mal zu Fuß hier durch. Ja, es sind einfach nur blaue Kristalle. Man findet hier auch Gems drin. Gibt's hier bestimmt auch die Aberrantviecher. Ja. Auch cool. Hier ist zum Beispiel am Randvieh. Moschi will ich nicht. Noch eins, ne? Ja, soll doch. Du fandst die Aberrantviecher doch immer toll, weil die lochten nachts. Ja. Wie gesagt, ich habe hier garantiert auch noch nicht alles entdeckt oder so. Wir können ja hier dann mal tiefer gehen. Ja, sorry, ich habe dich jetzt nicht durchs Gemüse nicht gesehen. Oh, ich habe zu spät die Flügel gemacht. Hier ist zum Beispiel so ein Pipe-Dog. Hey. Hallo. Davon haben wir jetzt welche. Ach, das Hallo, reicht. kleines hässliches Ding. Ja, die habe ich als erstes gefunden. Dadurch haben wir da so viele von. Die Featherlights waren am schwersten zu finden. Und hier Glowtails. Ich hatte zwei Glowtails, aber die habe ich Topper gegeben. Warum nicht? Der freut sich doch auch. Ja. Nicht so weit. Ach, es flattert schon weiter. Ach, ich bin bei dir. Kein Problem. So. Danke. Na? Zu viel Geflatter oder was? Ach, wieder Je. da. Da hinten siehst du zum Beispiel grüne Gems. Oh, cool. Oh. Grüne habe ich hier drin gesehen, blaue habe ich hier drin gesehen. Rote weiß ich jetzt gar nicht. Du hast doch hier diese Aufladestation und sowas. Ja, weiß gar nicht, ob in der Höhle oder in der anderen Aberranth-Höhle. Und irgendwo an der Seite hast du dann Durchgang zum Höhlensystem. Hier ist wieder ein Pipe-Dog. Als das erste Mal hier drin war, ich weiß ja nicht, ob Topper hier schon drin war oder so, war so gut wie noch nichts gespawnt. Da waren die Leuchtviecher noch richtig Mangelware. Ich bin hier bestimmt, weiß ich nicht, 3 Stunden, 4 Stunden durchgetapert, damit die überhaupt mal spawnen, die Viecher. Und auch guck, hier ist auch Honigstein. Und damit ich die für dich tamen konnte, hier ist noch ein Honigstein.
Arm. Ja. Ich greife wegen Zeit und so. Ja, ich wollte gucken, ob wir wenigstens noch den Durchgang finden, schnell. Wolltest du nur gesagt haben. Ja, hier sind noch grüne Gems. Ja, okay, dann stellen wir uns hier bei den formschön bei den grünen Gems hin. So. Da hat die Mini Platz, daneben zu kommen. Juti! Ja, ich sollte nur nach oben gucken und nicht den Boden beobachten. So. Dann sagen wir von hier aus erstmal aus dem Höhlensystem. Erstmal für heute Tüdelü und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ihr wisst ja jetzt, wo noch eine Schmelze ist. Genau. No.